Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück hier beim Bus-Simulator 18. Na, mein Name ist Fürgesche, ich bin heute hier Kapitän im Bus und ja, ich habe was gefunden. Hier, schaut mal. Erste Schritte, richte ein kleines Streckennetzwerk im Business Park ein. Mira Tannhäuser hilft dir dabei, dich mit den Management-Aspekten deines neuen Jobs vertraut zu machen. Habe ich gefunden. Ich hätte einfach nur aufs Info-Dings klicken müssen. Mann, bin ich doof, wa? Egal, wir haben schon, fahre die bestehende Strecke bei Nacht, habe ich, Bus lackieren, habe ich, neue Strecke stellen, haben wir auch, fahre die neue Strecke, haben wir auch schon gemacht. Und jetzt hat bestehende Strecken erweitern, fahre die erweiterte Strecke. Ich würde sagen, wir erweitern die 155. Route bearbeiten. Wir starten ja, wo starten wir denn? Ich klicke einfach mal, hier, dahin. Oder... Es ist eigentlich unnötig, weil das ist so ein langer Platz. Ich sage, wir fahren hier nach da. Und dann können wir hier gleich reinfahren. Und kacken auf das. Würde ich sagen, oder? Speichern. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist. Und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Die Kuh ist doof, das haben wir doch schon gemacht. Das haben wir doch schon längst gemacht. Mein, ist die doof. So, jetzt fahren wir mal die Route ganz normal, würde ich sagen. Ja, erweiterte Einstellungen, was haben wir hier noch? Na, brauchen wir nicht mehr. Würde ich sagen, starten wir die Fahrt. Wir brauchen einen neuen Bus und einen Angestellten. Achso, entsperren. Es regnet schon wieder und es ist dunkel. Was habe ich dem Spiel getan? Es hat doch letzte Folge erst geregnet. Sperren, es entsperren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Oh, dieses Licht. Passagiere an. So, ihr wisst es ja, wir testen gerade mal alles durch. Die Rampe ist draußen, finde ich sehr gut. Reicht das auch, wenn ich einmal drücke? Nein, ich muss länger drauf bleiben. Okay. Dann alle Türen auf. Alle Türen zu. Warnlenker. Oh. Oh. Passt. Perfekt. Dann wollen wir mal die Route beginnen. Ah. Es regnet. Also Scheinwischer an. Öffnen wir das Tor. Ah, schon wieder so ein ekelhaftes Wetter, ey. Ah. Ah, Sonnenroller. Ah, Sonnenblende. So. Dann geh weg. Hast du Mundschutz auf? Er wird krank. Alter, was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Wo der LKW uns nicht wieder vor uns setzt. Hier musst du raus. Du bist doch gerade erst eingestiegen. Bei Wahrheit zu. Jetzt hat. Gesehen? Wir haben ja echt mal gemockt. Naja. Nur Kato war da. Wir haben dort gespielt. War echt gut. Ich war auch da. Ich musste aber leider nicht arbeiten. Ich glaube, ich habe noch einen Tee. Nein. Stimmt. Es war...
So, alle draußen, alle rein. Schön macht ihr das. So muss es sein. Haben sie noch 6 Sekunden, aber... Jetzt können wir fahren. Pünktlich wie die Maurer, würde ich sagen. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder voll den Stau hier vorne. Oder? Nein, ich kann durchfahren. Moment, sind wir pünktlich, Freunde. Moment, sind wir pünktlich. Ich hab doch geblinkt. Ich hab geblinkt. Ciao, macht's gut. Servus. Guten Tag, schönen Abend. Oh. Ja. Mach doch die blöde Tür zu. Das hat jetzt wieder 16 Sekunden gekostet und Verkehr. Können wir fahren. Aber fahren, wir brauchen nämlich einen Boss. Einen Boss. Ich hab doch geblinkt. Oh, willst du dieses Blinken ist echt auf. Ah, wie im echten Leben mit dem Blinken. Ach. Hallo. Moin. Klar, dass du raus möchtest. Ich hab doch geblinkt. Suche ich keine Belohnung? So, ich würde gerne jetzt mal die Fahrscheine kontrollieren. Ein bisschen extra Kohle reinkriegen. Planmäßig sind wir noch. Und super. Ja, komm, steig ein. Doch nicht, oder was? Das ist Schiss, hä? Das ist Schiss. So. Augenblick. Da, hier bitte. Na klar. Danke. Hier. Danke. Hier ist die Fahrkarte. Danke. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Klar, hier. Bitte. Katze will ich nicht sehen. Hier ist die Fahrkarte. Klar. Wow, alle brav. Was ist los mit euch? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Stimmt. Alle brav, was ist da los? Sind alle brav heute. Finde ich sehr gut. Oh nee, es war zu schnell. Nein, es war zu schnell. Verdammt. Doch keine 5 Sterne. Ich will endlich eine Fahrt mit 5 Sternen haben. Stand halten, weil wir bremsen auch. Nächster Halt, Media Center Astra. Bitte, ich gebe mir Mühe, Freunde. Ciao, schönen Abend. Hallo, junge Dame, sehr schön sehen Sie aus. Oh, hallo, schmeckert. Station. Wir sind im Moment sehr pünktlich, Freunde. Wir sind pünktlich. Die erste Busfahrt heute pünktlich, würde ich sagen. Das stimmt. Aber Christine heißt amputiert. Oh. Gut die Kurve gekriegt, würde ich sagen. Sehr gut die Kurve gekriegt.
So, dann sind wir jetzt gleich am besten gespeichert. Endstation, bitte alles aussteigen. Diese Busfahrt endet. Oh, ich hab nicht viel Liter. Ciao, Leute, macht's gut. Tschüss. Endlich. Jetzt kann man auch Fat Heavy Metal hören und eine rauchen hier im Bus, sag ich's euch. Ah, endlich. So, waren wir doch mal richtig pünktlich heute, oder? Ah, schön. Hey Freunde, ihr müsst jetzt hier nicht die ganze Zeit warten. Ja. Oh, ernsthaft, ein Auto rübergekommen. Ich fahre einfach mal. Ich bin einfach mal so ganz dreist hier. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Schwarze LKWs bringen Unglück, sind wie schwarze Katzen. Schön. Ah. Das war echt knapp, Freunde. Das war knapper als knapp. Ja, das zeige ich mal so, wie es ist. Oh, danke fürs Tor aufmachen, Freunde. So. Oh, haben wir gut eingepackt. So, gucken wir mal, ob Müll hier drin liegt. Nein, sehr gut. Brave Fahrgäste. Ah. Kurz am Außen. Oh. Ja. Nein! Neues Frapp. Sieht gut aus, neue Farbe. Nee, gefällt mir nicht. Level up! Oh, Freunde, guckt mal, wir haben Kohle, wir können uns ein paar Skaven. Ja, haben wir erledigt. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Ja, Mann, wir können uns neuen Bus kaufen und neuer Bereich wurde freigeschaltet. Finde ich ja super. Na dann, dann kaufen wir uns doch mal einen Bus. Shop. Kostet 158. Was hat denn der für Probleme? Ein großer ist eher mehr für die Landfahrten, finde ich. Ich würde mir gerne noch mal so einen kleinen holen. Genau. Bearbeiten, alle Busse zu weisen. Ja. Wenn dann sind wir schon gleich einheitlich. Genau. So, dann brauchen wir noch einen Angestellten. Lehrling. Wen stellen wir denn ein? Jetzt müssen wir mit entscheiden. Freya Thompson. Berühmter Feinschmecker. Schaut gern alte Filme. Ananas ist sein absoluter Lieblingspizzabeleg. Naja, okay. Er schreibt viele Gedichte, traut sich aber nie,
sie vorzuzeigen. Kennt ein Rezept für Whisky-Suppe, strickt gern Socken. Ah, ne. Behält immer das Wechselgeld, schaut gerne eine Finger, unerfahren erfahren. Nee, behält Wechselgeld, das wollen wir nicht. Ist vor dem ersten Kaffee morgens immer etwas mies drauf, keine Erfahrung als Busfahrer, schaut gerne alte Filme. Wolfgang Kienl, Reinhard Knauser, Benedikt Radowanowski. Wolfgang Kienl versteckt sich, wenn eine schwarze Katze bei den Zipper schlappt. Und wollt mal spielen, weil er hat einen Karpfenteich im Garten. Also der nicht, also der behält gern Wechselgeld, den wollen wir nicht. Strick gern Socken. Wir nehmen mal den Alex Schlaumeier. Gut. Dann stehen wir auf Streckenkarte. Ja, ich kenne das Tutorial ja schon. Aber wo setzen wir den ein? Auf der 100 oder 155? Auf der 155. Fahrer zuweisen. Und er kriegt den Ciao K. Oder? Gut. Er fährt jetzt die Strecke. Um Einkommen in erforderlicher Weise Fahrer und Bus der Strecke zu fahren, danach auch deine eigene Strecke, denn es dauert einige Zeit, bis du mit den anderen. Ah, okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, dann fahren wir die andere Linie, nämlich die hier. Ja, fahren wir die einfach mal. Fahrt beginnen. Wetterzufall, Schnellstart, umgekehrt. Ich würde jetzt sagen, wir machen mal einen Schnellstart. Einfach mal so aus Tollerei, dass wir das auch mal gesehen haben. Ja. Fahrt starten. Vielleicht sehen wir ja dann unseren Kollegen. Und schon alles tun. Mal fahren, oder? Achso. Also, so sieht der Schnellstart aus. Wir starten. Oh, diese blöde Salle. Dieses Fahrerlicht schon wieder an hier. Danke. Ist ja eklig. Wir starten vor der ersten Haltestation. Nächster Halt: Media Center Astra. Ich hab geblinkt, du Nase. Ja. Ja, meine auch nicht. War ja gestern noch ein Trinken mit dem Kumpel. Hat länger gedauert als wie geplant. Nächster Halt, Westspeise. Ah. Blitzer. Mag ich nicht. So, wir verlassen kurz Astra Park, um Astra Park wieder reinzukommen. Das war knapp. Das war echt knapp, Freunde. So, Westspeicher. Wir haben noch eine Minute 5. Das sollte ausgehen in der Früh. Weiß gar nicht, wie Uhr wir es haben. Wir haben Vorfahrt. Danke. Vielleicht sehen wir ja den Herrn Kollegen. Wäre cool. Würde mich echt freuen. Wow, perfekt geparkt. Fand ich auch. So, guten Morgen. Fahrschein bitte. Danke. Oh nein, ich habe sie verloren. Ah, blöd. Entweder aussteigen oder 120. 120, danke. Hier. Dankeschön, guten Morgen. Die Fahrscheine bitte. Hier, bitte. Danke, guten Morgen. Fahrschein bitte. Danke. Morgen. Klar. Fahrschein bitte. Danke. Mann, alle was. Nächster Halt, Ostspeicher. Ja, toll. Jetzt dauert es wieder und wir machen wieder. Und wir kommen wieder hier in Dingsbums rein. Ja. Verspätung. Weil der Pappenheimer hier gerade ausfahren will.
Wir haben Verspätung. Ach, eine Schwarzfahrerin habe ich aufgegriffen. Nächster Halt, Ostspeiche. Ich habe doch reingeblinkt. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Wird das noch irgendwer? Nein. Ich quietsche ein bisschen, tut mir echt leid. Ja, ich auch. Aber ich muss euch ja transportieren, ihr Nasen. Was seid ihr denn von der Idee, ne? Alter! Früh schon so ein Stress. Es ist nicht so einfach. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Wahnsinn. Das ist echt eklig, die frühmorgendliche Sonne. Oh Gott, wie das blendet. So. Guten Morgen. Hey. Morgen. Moin. Morgen. Du bist gerade keine Rush-Hour. Das wäre es jetzt nicht. Ah, ich sag's euch. Blöder Blitzer. Mag ich nicht. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ja, hey, wag es dir in den Bus zu pinkeln, du. Nächster Halt, Grenisplatz. Gutes Timing. Ich habe Verspätung von einer Minute. Steckt mal aus und ein. Hallo. Oh, was stinkt denn hier so? Hi, mein Name ist Vögelchef. Ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Okay, dann halt nicht. Ciao. Nächster Halt, Stockerplatz. Ich hör's. Oh, Entschuldigung. Ja, schäm dich. Was ist das denn jetzt? Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Ah, war Rammstein da? Alter! Warte, ah, bitte. Blöde Kuh. Haben wir jetzt einen Unfall gebaut auch noch? Toll, Chef ist nicht begeistert. Dann muss ich die Zeit wieder reinholen. Oh, wir haben ja schon verspielt, Freunde. Puh. Eiskalt hier durchfahren. Sehr gut. Was ist denn das eigentlich? Eine blöde Route, die wir hier fahren. Die denn hier zusammengebaut? Da war mal die blöde Haltestelle hier in der Mitte mitnehmen wollen. Ah. Nächster Halt, Stockerplatz. Was nervt mich jetzt gerade wegen dem Unfall? Ja, komm. Servus. Servus. Moin. Hallo, Fräulein. Darf ich Ihnen meine Nummer geben später, wenn Sie aussteigen? Nächster Halt. Nein. Oh,
schade. Dann halt nicht. Hätte ja klappen können. Irgendwo muss man ja seine Liebe finden. Was, wenn ich als Busfahrer? Na so, mal mit schnell mit 80 Sachen durch die Stadt pesen. Ich hab doch geblinkt gehabt, du Nasenbär. Hallo. Hi. Wiedersehen. Wiedersehen. Hi. Bin da. Servus. Die Verspätung jemals wieder reinkriegen. Nächster Halt, Nordspeicher. Ah, immer noch zu spät und ich gebe schon mein Bestes. Ein mieser Peter. Mal, was geht, Alter? Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Ja, jetzt ist hier schon vorbei. Jetzt stehen wir. Och ja, das Leben als Busfahrer. Okay, er biegt rechts ab, das könnte klappen. Jawohl, stand nur kurz. Komm, komm schon, Gummi. Gott sei Dank stehen wir da drüben jetzt nicht. Aber ich habe nicht den Kollegen gesehen, schade. Ach verdammt, ich habe vergessen die Haustür abzuschließen. Ah, das ist blöd. Ich hab reingeblinkt, Mann. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Tag. Diese Kaffee-to-go-Becher, hey. Voll dagegen. Umweltverschmutzung vor. So, dann fahren wir mal schnell Helme. Ah, schön ist das hier. Wir quietschen ein bisschen. Nicht gut. Wenn Bremsen quietschen, ist es meistens nicht ein gutes Zeichen, aber das wisst ihr. So. Hallo, Chef. Bin daheim. Ja? Diese faulen Mitarbeiter. Nein! Nein, am Ende noch hier! Am Ende doch noch den blöden Unfall reingehauen. Verdammt! So, machen wir mal hier aus. Ach so. Naja, naja. Ja. 16.000 Kollisionen. Oh Mann. 3 Sterne nur. Naja. Wird besser, Freunde. Wird besser. Ah, Busse insgesamt. Bla 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 bla. 16. Strafzettel. Schwarzfahrer erwischt 3. Okay.
wöchentlich einkommen, jawohl. Naja, wir werden jetzt dann nochmal eine Runde fahren. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, macht es gut und wir werden gleich nochmal eine Runde fahren. Vielleicht auf der Strecke, wo unser Kollege fährt, damit wir den Kollegen auch mal sehen. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bis demnächst. Ciao.